2005 gründete Ulrich Depri mit nur 2 Mitarbeitern die Schokoladerie Depri in Rostock. Seitdem ist das Unternehmen gewachsen. Läden gibt es nicht nur in Rostock, sondern auch beispielsweise in Güstrow und Stralsund. In seiner Schokoladerie wird mit Leidenschaft produziert. Die Schokolade selbst wird im Rostocker Stadtteil Schmal hergestellt. Also ich habe früher schon gerne gekocht, gebraten und gebacken. Und das Süße war schon immer mein Ding gewesen. Und deswegen ist es eigentlich naheliegend, wenn man sich das mal so ein bisschen betrachtet. Schokolade, das ist lecker, das mag jeder. Und wer es nicht mag, der schwindelt eben ein bisschen. Machst du mal Schokolade und Pralinen, mal sehen, ob das im hochpreisigen handwerklichen Bereich auch geht. Und es hat funktioniert. Die Produktion ist echtes Handwerk. Viele Maschinen gibt es nicht. Um aber nicht nur Kakao, sondern auch Kaffee rösten zu können, wird doch einige Technik gebraucht. Also in dieser Maschine wird die rohe Kakaobohne, die wir hier importiert haben, geröstet. Das heißt, diese Kakaobohnen an sich, so wie wir sie hier haben, ist roh im unbehandelten Zustand und muss bei 120 bis 140 Grad geröstet werden, damit sich die Aroma-Vorstufen entwickeln können. Wenn sie dann geröstet wurde, können wir sie brechen, mahlen und zu Schokolade verwandeln. Direkt im Verkaufsraum können Schoko- und Kaffeebegeisterte das Rösten und Mahlen beobachten. Hier stehen die unterschiedlichsten Produkte zum Verkauf. Von den eigens gerösteten Kaffeebohnen bis zu Schokoladentafeln und ihren neuen Weihnachtsmann-Kreationen. Im hinteren Teil der Schokoladerie geht es an die Produktion. Wir haben ja gesehen, wie wir die Bohnen geröstet und gebrochen haben. Jetzt haben wir sie eigentlich schon gewalzt und konchiert und wir sind schon in der Weiterverarbeitung. Hier nebenan werden zum Beispiel die Schokoladenformen bemalt. Das heißt, es wird vorher geschmolzene Kakaobutter, geschmolzene Schokolade eingebracht, damit zum Beispiel der Weihnachtsmann auch ein paar Augen bekommt und einen Bart. Und danach werden diese Formen mit Schokolade ausgegossen und die heiße Schokolade übernimmt diese Bemalung an sich auf die Form. Besonders das Bemalen ist etwas für flinke und geschickte Hände. Jede Form wird vorher poliert und mit farbiger Schokolade ausgemalt. Jede Figur ist ein Unikat. Produziert wird hier aber nicht nur Schokolade, sondern auch Kuchen, Torten, Pralinen und Marzipan. Auf eine wirklich große Kreation ist Ulrich Depri besonders stolz. Ich habe hier so einen schönen großen Weihnachtsmann mit 5 Kilo. Kindergartengruppe würde sich darüber freuen. Weihnachtsgeschäft ist gut vorbereitet. Wir haben auch viel produziert. Leider ist es mit den eingeschränkten Öffnungszeiten ein kleines bisschen kompliziert. Und ich bin, na, so richtig ganz optimistisch bin ich nicht. Ich hoffe, dass möglichst viele von den Einheimischen kommen und unsere leckeren Pralinen, Schokoladen und anderen Erzeugnisse kaufen, damit wir auch nächstes Jahr noch richtig weitermachen können. Für das Weihnachtsgeschäft sind Ulrich Depri und sein Team bereit. Sie hoffen jetzt auf kauffreudige Einheimische.